Ich möchte euch heute zeigen, wie ihr diese kleine süße Abrissbox in einer Sternform basteln könnt. Und dazu zeige ich euch einmal, was ihr braucht. Und das sind nämlich die Stanzformen. Es kommen 7 Stück. Ihr bekommt einmal die Außenkante, den Deko-Stern für außen. Das ist einmal hier die Form. Einen etwas kleineren Stern und einen größeren und dann noch kleine Deko-Sternchen. Und um eine simple Box zusammenzustellen, braucht ihr einmal diese Außenform und einmal zweimal den großen Stern. Zweimal direkt. Und das ist dann hier oben die Sterne. Die sind zur Dekoration genauso wie die kleinen. Ein kleiner Tipp noch, weil ich habe mich erschrocken, als ich die Stanzform bekommen habe, weil ich mir gedacht habe, das passt ja gar nicht durch meine Stanz- und Prägemaschine. Da aber einmal den Tipp. Ihr legt euch, ja, meine Platten sind schon gebraucht, ihr legt euch einmal die Stanzform mit dem Papier einmal rein, kurbelt es so weit durch, bis ihr einmal durch seid. Und wenn ihr einmal durch seid, hebt ihr die Platte hoch und schiebt die Stanzform mit dem Papier einmal weiter auf eurer Stanzplatte und dann kurbelt ihr es ein zweites Mal durch. Dadurch, dass durch die Stanzung die Form sehr stark an dem Papier kleben bleibt. Also ihr braucht da gar nicht so viel Angst zu haben, könnt ihr es einfach weiterschieben. Und dann habt ihr für euren Start, und da legen wir auch einmal direkt los, habt ihr dann eure beiden Sterne, die großen und einmal die Außenform. Und ich lege mir meinen Stern immer zuerst einmal so hin, wie ich ihn gerne hätte. Ich habe immer gerne die 2 Sternchen hier unten. Und dann gucke ich, wo ich gerne diese Aufrisslasche gerne hätte. Und die hätte ich gerne hier oben. Das heißt, ich fange an zu knicken, ich nehme das hier anlege und dann weiß ich, das hier wird eine Bergfalz. Das heißt, ich knicke mir das einmal um und dann geht es einmal ziehharmonikaartig weiter. Und das knicken wir uns einmal um bis zum Schluss und dann müssen wir uns nur noch einmal hier die Klebelaschen nach innen biegen. Ihr könnt das einfach per Hand machen, das reicht vollkommen aus. Ihr könnt aber auch einen Papierfalter verwenden, das ist euch überlassen. Ich habe es in beiden Varianten gemacht, beides funktioniert ganz gut, denn bei mir sind schon ein paar von diesen wunderschönen Sternchen entstanden. Also einmal umknicken. Und das Tolle ist, es ist total easy und schnell gemacht. So. Und die Lasche, die knicken wir uns auch einmal nach innen durch. Und dann können wir auch schon direkt mit dem Kleben beginnen. Ich habe es mir einfach gemacht. Ich nehme mal zuerst die eine Seite. Und wenn ihr wollt, wie gesagt, ihr könnt auch mit dem Papierfalter drüber gehen. Ich nehme gerne das Teflon-Falzbein. Weil das keine Spuren auf dem Papier hinterlässt. Und dann nehme ich einfach den Lieblingskleber eures Vertrauens und fange einmal an, mir hier die Klebelaschen mit Kleber zu fixieren. Ich mache noch nicht alle, ich mache zuerst nur ein paar. Und dann kleben wir uns das einfach an. Also ich möchte ja hier die Aufrisslasche haben. Ups. Und dann wird es einmal festgeklebt. Einmal kurz anhalten. Und dann gehen wir hier einfach der Sternform nach. Und ihr seht, das geht wirklich super schnell. Was ich schön finde, vorne bei den Sternen ein schönes Dekopapier zu nehmen mit einem schönen Muster. Und dann an den Seiten gern das Mimipapier. Dann hat man so ein bisschen den farblichen Kontrast. Einmal die Laschen hochknicken. Und das Wichtige ist, ich klebe mir hier die letzte Lasche. Das hier, das klebe ich mir nicht fest. Ich zeige euch gleich warum. Nur falls ihr schon mal anfangt, überall Kleber drauf zu machen. So. Geduld braucht es. Einmal. Und jetzt habt ihr die Möglichkeit,
Das ist euch überlassen. Ich lasse es hier offen, weil dann muss man nämlich die Box nicht aufreißen, um an den Inhalt zu kommen. Hängt natürlich auch davon ab, was ihr reintut. Aber dann habt ihr hier die Möglichkeit, wenn ihr die letzte Lasche nicht festklebt, könnt ihr die hier so feststecken. Und dann kann man es auch darüber öffnen, wenn ihr wollt. Wenn ihr das nicht nutzen wollt, könnt ihr es auch festkleben. Dann müsstet ihr es aber bitte jetzt einmal befüllen, weil sonst ist es zu spät. Und jetzt kommt die andere Seite. Da kommt einmal Kleber drauf. Ich habe immer gerne eine Seite ganz fertig und dann einfach den Stern nur noch drauflegen. Ihr könnt auch parallel arbeiten, wenn ihr wollt. So, dann wird das hier einmal draufgelegt, zurechtgeruckelt, festgehalten. Ich rutsche mal in die Mitte. Und dann habt ihr auch den Stern fertig. Na, das ist der Vorführeffekt, ne? Wenn in der Massenproduktion ganz viele direkt entstehen und dann im Video. So. Und jetzt seht ihr, jetzt könnt ihr hier das Ganze einfach als Lasche einmal reinmachen. Ihr könnt es natürlich ausdekorieren. Ich habe jetzt euch einmal nochmal diesen Stern ausgestanzt. Da bekommt ihr einmal so einen kleinen Innenstern, den könnt ihr entweder hier drauf kleben oder auch einmal den Rahmen. Den habe ich hier auch noch mal in dem Mimipapier ausgestanzt und damit könnt ihr es auch noch mal ausdekorieren. Und ich habe hier auch noch die kleinen Sternchen verwendet, noch eine kleine Perle und Garn dran gemacht. Das ist natürlich eurer Kreativität überlassen und ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß mit den Abrisssternen.